Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute spreche ich über eines der bekanntesten Todesfälle, die es in der Wrestling-Geschichte gab, und zwar zur Owen Hart-Tragödie. Im ersten Teil des Videos möchte ich kurz auf die Karriere von Owen Hart eingehen, danach auf den tödlichen Unfall und am Ende sage ich noch meine Meinung zu Owen Hart. Ja, dieses Video wollte ich schon sehr, sehr lange machen, eigentlich schon seit WrestleMania 32, so einem Zeitpunkt her. Jedoch hat es nicht ganz gepasst vom Upload-Plan her. Und es hat sich so lange hingezogen und ich wollte über dieses Thema unbedingt sprechen und deshalb hat sich jetzt der Zeitpunkt gefunden und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mal an. Owen Hart heißt mit bürgerlichem Namen Owen James Hart und ist am 7. Mai 1965 in Calgary, Alberta, Kanada geboren. Er ist ein kanadischer Wrestler und ist außerdem auch bekannt als Blue Blazer, Blue Angel oder Avenger. Er ist der Sohn von Stu Hart und Bruder von Bret Hart, ebenfalls auch verheiratet mit Martha Hart. Owen Hart wurde im Hart Dungeon trainiert, aber wollte keine Wrestling-Karriere anstreben, hat es aber am Ende schließlich doch getan. Er war neben der WWE auch bei New Japan Pro Wrestling und war dort der erste nicht-japanische Wrestler, der IWGP Junior Heavyweight Champion war. Ebenfalls hat Owen Hart ein 5-Star-Match vorzuweisen und zwar beim SummerSlam 1994 gegen Bret Hart. Bei seinem WWE-Debüt war er Blue Blazer, legte es aber später ab und war dann Owen Hart. Seine größten Fäden waren Bret Hart und Stone Cold Steve Austin. Er war das einzige Mitglied der Hart-Familie, der nach dem Montreal Screwjob bei der WWE geblieben ist, da ihm erhebliche Strafen aufgrund Vertragsbruch drohen würden. Am Ende seiner Karriere bzw. seines Lebens hat er noch den Charakter Blue Blazer verkörpert. Seine Erfolge in der WWE waren zweimal WWE Intercontinental Champion, einmal European Champion, dreimal World Tag Team Champion, einmal mit Yokozuna, mit Jeff Jarrett und mit dem British Bulldog und King of the Ring Gewinner 1994. Kleine Notiz am Rande, er sollte ursprünglich das The Game Gimmick von Triple H bekommen, jedoch durch den Todesfall hat es Triple H am Ende bekommen. So viel zur Karriere von Owen Hart, kommen wir nun zum Unfall. Am 23.05.1999 beim WWF Pay-Per-View Over the Edge 1999 verstarb Owen Hart im Alter von nur 34 Jahren. Bei dem Pay-Per-View Over the Edge, der am 23. Mai 1999 stattfand, sollte Hart gegen den amtierenden Intercontinental Champion The Godfather antreten und sich den Titel zum dritten Mal in seiner Karriere sichern. Owen Hart war damals in seinem Blue Blazer Gimmick. Für sein Blue Blazer Gimmick war geplant, dass sich Owen Hart von der Hallendecke abseilt und so in den Ring kommt. Der Stunt selbst wurde zuvor schon einige Male erfolgreich eingesetzt, beispielsweise von Shawn Michaels bei WrestleMania 12 oder vom Undertaker oder von Sting. Aber auch selbst 6 Monate vorher hat es Blue Blazer bzw. Owen Hart selber schon getan. Hart, der sich vor dem Stunt fürchtete, ihn aus Angst vor Sanktionen dennoch zustimmte, bekam bei Over the Edge ein neues Haltegeschirr und nur eine Sicherung, bei der er sich um einen Schnellauslöser handelte, denn er sollte sich schnellstmöglichst aus der Verankerung lösen können, um seinen Auftritt ohne längere Unterbrechung flüssig gestalten zu können. Laut der Owen Hart Biografie Broken Hearts von Harts Witwe Martha Hart waren sowohl die Sicherheitsvorkehrungen als auch die Qualität des Sicherungshakens völlig unzureichend. Trotz allem macht Owen Hart diesen Entrance und als Owen Hart sein Kostüm richten wollte, während seinem Entrance, löste er versehentliche Sicherung, fiel nach offiziellen Angaben der WWE 78 Fuß, was knapp 24 Meter sind, tief und kam mit dem Körper in der Ringecke auf. Owen Hart verstarb noch nach ca. 6 Minuten noch im Ring durch schwere innere Verletzungen. Kommentator Jim Ross informierte die Zuschauer, dass es sich hier nicht um eine Storyline handelt, sondern ein schwerer Unfall geschehen sei. Und nachdem Owen Hart ins Krankenhaus transportiert wurde und da sein Tod festgestellt wurde, benachrichtigte Jim Ross auch die Zuschauer darüber, dass Owen Hart verstorben ist. So viel zum Todesfall von Owen Hart, jedoch gingen die Skandale immer noch weiter und zwar von Seiten der WWE, bzw. damals noch WWF. Und zwar fingen sie schon kurz nach dem Unfall an, als Vince McMahon anordnete, den Pay-Per-View Over the Edge trotz des Todesfalls von Owen Hart fortzuführen. Was natürlich der Hart-Familie nicht ganz gefallen hat. Und die Hart-Familie hat auch angeordnet, keine Sonderausgabe von Raw zu veranstalten in Ehren von Owen Hart. Jedoch hat es die WWE trotzdem gemacht, und zwar eine Owen Hart gewidmete Sonderausgabe von Raw, bei dem Wrestler freiwillig antreten konnten und zwischendurch in diversen Einspielern ihre Trauer zum Ausdruck
brachten, sowie die Person Owen Hart als außergewöhnlich umgänglichen Menschen hinter den Kulissen lobten. Jedoch durften es nicht alle machen, denn Vince McMahon möchte nicht, dass irgendwelche Wrestler zum Beispiel auch Kayfabe brechen, wie zum Beispiel der Undertaker oder Kane. Am 4. Oktober 1999 fand auch in der WCW ein Tribute-Match zwischen Chris Benoit und Bret Hart statt. Kurz nach dem Tod bekam die Familie Hart von Vince McMahon einen Blumenstrauß, der mit dem WWF-Logo verziert wurde, und als sie das gesehen haben, wurde auch direkt entsorgt. Zudem machte Vince McMahon die Beerdigung Harts zu einer TV-Trauerzeremonie, obwohl die Frau Martha Hart der WWE ausdrücklich verboten hat, ein Kamerateam erscheinen zu lassen. Außerdem unterbreitet er auch während der Trauerfeier ein Vertragsangebot an Bret Hart, weswegen Vince McMahon noch stärker in der Kritik stand und die Hart-Familie noch mehr verärgert waren auf Vince McMahon. Martha Hart verklagte auch die WWF und einigten sich anschließend mit der WWE auf eine Abfindung von 18 Millionen US-Dollar. So, ganz kurz noch eine kleine Anmerkung. Habe ich gerade eben berichtet, dass Bret Hart ein Vertragsangebot von Vince McMahon bekommen hat während der Beerdigung. Jedoch gibt es Berichte, wo es auch gesagt wurde, dass ein Tag vor der Beerdigung war, wo Vince ein Vertragsangebot gegeben hat. Deshalb ist es nicht ganz sicher, ob beide Seiten stimmen. Also es gibt Seiten, die sagen, er hat es an dem Tag bekommen. Es gibt aber auch Seiten, die sagen, es wurde vor dem Tag der Beerdigung geschrieben. Deshalb wollte ich noch ganz kurz Anmerkung reinhauen, dass das da nicht ganz geklärt ist. So viel zum ganzen Bericht, nun zu meiner eigenen Meinung. Und zwar Owen Hart natürlich ein sehr, sehr guter Wrestler, ein sehr technisch versierter Wrestler, der eine großartige In-Ring-Fähigkeit hat. Man kann sich an die großartigen Matches mit Bret Hart erinnern, bei WrestleMania 10 im Opener oder SummerSlam 1994, was sogar von Meltzer als 5 Sterne bewertet wurde. Was ich nicht ganz 5 Sterne geben würde, aber dem Opener von WrestleMania 10 auf jeden Fall 5 Sterne. Das war großartig, dieses Match. Und natürlich, ja, was soll man zu dieser Aktion oder zu diesem Unfall sagen? Ja, was natürlich sehr, sehr tragisch ist, denn einer der besten In-Ring-Wrestler zu dieser Zeit ist von uns gegangen. Und ja, auch noch sehr früh verstorben ist, muss man auch dazu sagen. Und natürlich, die Frage ist natürlich auch irgendwoher, was passiert wäre, wenn Owen Hart nicht gestorben wäre. Er hätte ja angeblich dieses The Game Gimmick bekommen sollen. Und hätte er dieses Gimmick bekommen, man weiß jetzt nicht, ob die WWE sich jetzt besser wäre oder schlechter. Das kann man natürlich nicht sagen und ich werde auch jetzt hier keine Prognose schaffen, ob es jetzt besser wäre oder schlechter, weil das kann man nie genau sagen. Jedoch wäre es schon interessant zu wissen, was passiert wäre. Was man so ungefähr sagen kann, wenn wirklich Owen Hart dieses The Game Gimmick bekommen hätte von Triple H, dann wäre er auch natürlich auch World Champion geworden, was er natürlich auch verdient hätte. Das muss man ganz ehrlich sagen. Zu Owen Hart. Ja, der Unfall natürlich, wie ich schon gesagt habe, tragisch. Ja, und natürlich, was Vince McMahon danach gemacht hat, fand ich auch nicht in Ordnung, dass er sich so, ich sag mal, so blöd verhalten hat, dass er den Wünschen der Hart-Family nicht nachgegangen ist, wie zum Beispiel halt, dass sie jetzt keine extra Raw-Sendung haben wollten oder dass es kein Kamerateam bei der Beerdigung sein sollte. Also er war ja eingeladen für die Beerdigung, aber er sollte jetzt keine TV-Trauerzeremonie machen, was er letztendlich getan hat, was natürlich nicht richtig ist und was ich auch nicht vernünftig finde. Wenn die Hart-Family es nicht möchte, dann soll man es auch nachgehen. Und natürlich auch mit dem Vertragsangebot, was Bret Hart, also was Vince McMahon an Bret Hart gegeben hat, fand ich auch nicht in Ordnung, fand ich auch scheiße von ihm. Sei es jetzt davor oder jetzt währenddessen, das ist jetzt im Prinzip egal. In dem Sinne, weil Bret Hart, denke ich mal, andere Gedanken hat, als irgendwie einen Vertrag zu unterschreiben bei der WWE, wo ja vorher eine Sache passiert ist, der Montreal Screwjob, wozu ich auch irgendwann kommen werde, fand ich auch nicht in Ordnung von Vince und ja. Alles in allem, was natürlich Vince mir gedacht war, nicht gut und kann ich auch nicht ganz nachvollziehen und kann natürlich die Hart-Familie natürlich verstehen, dass sie da sehr sauer war, weil er halt einfach die Wünsche nicht nachgegangen ist und Vince McMahon einfach, wie ich schon erwähnt habe, nicht richtig verhalten hat. Gut, dann würde ich sagen, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und ja, würde mal sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder und ja, wie ich schon gesagt habe, ein tragischer Vorfall. Eins der besten In-Ring-Worker zu dieser Zeit ist von uns gegangen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Und wie gesagt, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.